Unter diesem Motto stellt QS24 unter regelmäßigen Aussendungen eine Basismedizin dar, die auf den elementarsten Säulen basiert, die das Leben ausmachen. Reine Luft, sauberes Wasser und eine ausgewogene Ernährung. Diese drei Säulen des Lebens und der Gesundheit gehören nach unserer Auffassung in jegliche wissenschaftliche und medizinische Behandlung. Sie stellen aber auch die Grundlage eines gesunden Lebenswandels dar, auf dem alles weitere aufbaut und sollten daher in eine erfolgreiche Prävention mit einbezogen werden. QS24 ist es ein Ansinnen, mit diesen Staffeln umfassend zu informieren, damit sie sich ein eigenes Bild machen können. Wir müssen allerdings darauf hinweisen, dass wir trotz unserer Recherche und die Überprüfung der jeweiligen Inhalte keine Haftung übernehmen können. Die Sendungen stellen keine medizinische Beratung dar. Sollten Sie medizinischen Rat einholen wollen, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Arzt oder Therapeuten Ihres Vertrauens. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Ihr QS24-Team. Also im Endeffekt, wenn wir uns unsere Situation anschauen, ist es manchmal so ein bisschen absonderlich, ein bisschen absurd. Aber das Schöne in unseren Ländern ist ja immer, wir können tun, wie wir wollen. Wir haben eine wirklich große Freiheit und haben die Möglichkeiten, uns wirklich auch gute Plätze zu suchen, zum Leben. Ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt. Das kann man in Tamanga auch schön spüren. Ja, ich frage Leute auch oft, wenn sie so ein bisschen durch den Wind sind. Leben Sie mit den Menschen, den Sie lieben? Leben Sie für die Arbeit, die Sie lieben? Lieben Sie den Ort, an dem Sie leben? Könnten Sie morgen gehen, ohne was versäumt zu haben? Wenn mir da einer viermal Ja drauf sagen kann, wird er kein Burnout kriegen, keine Depression kriegen, der hat kein Chronic-Fatigue-Syndrom, um den muss ich mir wenig Sorgen machen. Die Leute sagen so Jein gern. Irgendwann habe ich die schon mal geliebt, Herr Doktor, aber es ist irgendwie halt nimmer so. Okay, also nein. Und die Arbeit hat mir wirklich Freude gemacht am Anfang. Aber jetzt, ehrlich gesagt, ist es so Routine. Also nein. Und irgendwo muss man ja leben. Da bin ich gleich zu Hause geblieben. Also nein. Und natürlich kann er dann auch nicht sterben, ohne was versäumt zu haben. Das ganze Leben hat er versäumt. Und das ist die Hauptklage auf dem Totenbett bei allen Menschen aus allen Kulturen, das versäumte Leben, das nicht gelebte Leben. Die zweithäufigste Klage ist dann, das gilt aber nicht für die indigenen Bevölkerung, da gilt das erste auch, aber für die gilt das zweite nicht, der Mangel an Disziplin, nicht zu machen, nicht gemacht zu haben, was man verstanden hatte. Wir wüssten viel besser, was uns gut täte, aber ein Großteil der Leute macht es nicht aus Mangel an Disziplin. Disziplin, da steckt Disciple drin, der Schüler. Also wir müssen Schüler werden des Lebens, so wie das früher war. War der Handwerksbursche erstmal Schüler. Und im Osten ist das immer noch so, deswegen sucht man sich einen Guru. Dann ist man Schüler von dem und kann dem bei dem lernen, im direkten Feld mit dem. Und die sagen im Osten auch, wenn du irgendwo dann Meisterschaft errungen hast, musst du sofort wieder irgendwo anders Schüler werden. Weil glücklich werden wir nur im Schülerbewusstsein, wenn wir was lernen. Lernen macht so glücklich. Gut, das wäre hier auch so ein Platz zum Lernen, wäre so unsere Idee, dass wir herkommen und Gäste lernen auf dieser Erde. Würden wir uns auch so empfinden hier? Ja, also ich habe das Geld, was ich erredet unterschrieben habe, ist ja eine ganze Menge, den Bestsellerbüchern, das habe ich hier reingesteckt, um so einen Ort mal zu schaffen, wo solche Gruppen optimal laufen könnten, von der Anlage her. Klar, in jedem Paradies gibt es eine Schlange, keine Frage, das wissen wir auch. Da kommt natürlich Schatten besonders gern hoch in solchen Orten. Das liegt daran, wenn man sie möglichst optimal gestaltet. Aber die Idee ist ja schon so, dass man eben hier auch als Gast nicht mit dem Bewusstsein herkommen sollte, hier ist der Gast König. Nein, hier ist der Gast Gast. Wir sind alle Gäste auf dieser Erde. Und da schreite ich auch sofort ein, wenn jemand auf irgendeinen Angestellten losgeht, dann kann er bei mir versuchen. Ja, ist ja völlig okay, Kritik zu haben, Zweifel zu haben, was zu bekämpfen, aber sicher nicht die, die sich doch relativ sehr engagieren. Ist auch so ein Punkt. Ne? Also ist nicht zufällig, dass die Maya, die ja kocht und in der Küche hilft und so weiter und jätet dort, dass die auch so Yoga geben kann, wie sie es heute ja gezeigt hat.
Einige haben das ja vielleicht auch mitbekommen. Ja, und auch so einer Tradition folgt, wie diesem Guru Bayern, der so aus einer alten Sikh-Tradition kommt. Und der Soran, der hier auch heute viel bedient hat und macht und eigentlich alles macht, ist eben doch Pianist eigentlich und macht die Morgenmeditation. Ja, das sind ja Leute, die mehr Geld verdienen könnten, ohne Zweifel. Fast alle, die hier sind, könnten anders viel mehr Geld verdienen. Ja, ich würde an einem Tag Industrietraining deutlich mehr verdienen als in der Woche mit euch. Ist einfach so. Aber das hat auch eine andere Qualität. Ja, ich muss nicht jetzt mehr in diesem Sinne Geld verdienen. Also ich muss das nur abzahlen, aber das kriege ich auch so hin. Das ist auch so eine Idee, die dazu gehört. Ja, wir sind alle zusammen Gäste auf dieser Erde. Wenn wir lernen, uns so zu benehmen wie Gäste, dann würde es der Erde viel besser gehen und übrigens uns auf der Erde auch. Ja, das tut uns nicht gut, so Ego-Theater abzuziehen. Also ich kenne niemanden, dem das gut tut. Ich kenne viele Leute, die das tun. Und manchmal wird es von mir sogar erwartet. Das kriege ich dann hinterher gesagt. Sie sind ja ganz normal. Ah, danke. Ja, ich bin auch normal. Das freut mich ja. Ich glaube ja nicht, dass ich normal bin. Ne? Aber in dem Sinne, wie der es meint, ich esse das, was es halt da gibt. Und wenn es das nicht gibt, was ich brauche, esse ich halt nichts. Muss ich doch keinem anderen einen Vorwurf machen. Ich esse besonders. Das kann nicht überall hergestellt werden. Okay, wird es halt nicht hergestellt. Dann esse ich halt nichts. Ist ja nicht das größte Problem. Also so Dinge könnte man natürlich hier auch wunderbar lernen. Der Ort wäre dafür ideal geeignet. Nicht nur so energetisch, auch eben ökologisch. Alles, was vor 10 Jahren möglich war oder 11 Jahren, ist hier verwirklicht. Hackschnitzelheizung, weil wir natürlich in der Steiermark sind. Die heißt auch das grüne Herz Österreichs. Hier gibt es so einen Überfluss von Holz. Wir produzieren ja selbst eine Menge Holz. Ja, Mutter Natur produziert das für uns. Ne? Die macht einen unglaublichen Ausstoß von Biomasse. Davon leben wir. Da redet kein Mensch drüber. Wir reden immer nur über den männlichen Pol, der diese Biomasse zerstört. Ja, mit den Ressourcen furchtbar umgeht. Ja, von dem Wachsen außenrum kriegst du ja nichts mit. Kaum was mit. Wenn ein Mann mit Kettensäge in den Wald geht, dann sind viele, viele Menschen stundenlang gestört. Ja, das finde ich überhaupt, das ist was Entsetzliches, Männer Maschinen in die Hand zu geben. Da machen die einen Krach ohne Ende, Windgebläse. Gibt es irgendwas noch Überflüssigeres auf dieser Erde? Aber das ist einfach nur für Minderbemittelte, dass die Krach machen können. Ja, dann blasen sie Blätter von einem Ort zum anderen. Geht's blöder? Oder helft mir mal. Ich beobachte sowas einfach immer staunend. Ich meine, hier ist jetzt wirklich, das sind 11 Hektar, die uns da gehören, Bioland. Und trotzdem hörst du sie von allen möglichen Hügeln runter. Da haben sie Baumsägen und irgendwie Traktoren und machen und tun. Krach einfach. Es wäre viel schöner, wenn man das sein lassen würde. Oder sich mal konzentrieren könnte, dass es Zeiten gibt, da wird halt dann Krach gemacht. Männer brauchen sowas, ne? Gürtel, ein Koppel dran, irgendein Schlagstock oder so. Oder irgendwie so Schulteraufpolsterung. In Bali kann man das schön sehen. Die dümmsten dort, die sind Autoeinweiser. Die kriegen so einen langen Stock, der hat vorne so das so was Rotes, was dann blinkt. Und dann können die mit dem Stock, und der hängt ihn an so einem Koppel, dann fühlen sie sich schon irgendwie gut. Ja, das ist eine Männerkrankheit. Ja, was macht... Also wenn du einfach keine Schultern hast und kein Rückgrat, polsterst du dieses Epauletten auf. Ich habe das studiert bei diesen Soldaten da. Das sind ja alles irgendwie, ich meine, wer wird schon Soldat? Da gilt Einstein. Wenn die Evolution den Menschen als Soldaten gemeint hätte, dann wäre es nie zur Entwicklung eines Großhirns gekommen. Da hätte ein Rückenmark völlig genügt. Originalton Einstein. Das stimmt auch. Ein Soldat muss doch gar nicht, der darf ja gar nicht denken. Der muss ja furchtbare Sachen machen. In den allermeisten Ländern dieser Welt. Kommt mir vor, ist es so. Und wenn man das mal sagt, gibt's richtig Kontra. Ein Freund von mir ist schon lange gestorben. Der war der erste Kriegsdienstverweigerer in den USA. Ein Indianer. Den haben sie vor Gericht gestellt natürlich. Im Koreakrieg hat er sich verweigert. Und dann haben sie ihn gefragt, der Richter, warum wollen Sie nicht kämpfen für Ihr Land? In Iwo Jima haben doch Ihre Indianer... Landsleute haben unglaublich heldenhaft für die USA gekämpft. Hat er darauf gesagt, ja, ich würde mein Land schon verteidigen. Wenn die Koreaner kommen, bin ich bereit. Das ist die einzig richtige Antwort. Ja? Er wollte nicht nach Korea um die halbe Welt fliegen, um dort sein Land zu verteidigen.
Da musst du auch schon wirklich nicht viel Hirn haben, damit du das kapierst. Ein anderer würde sagen, okay, meine Landesverteidigung ist nicht in Afghanistan, tut mir leid. Ich bin da bereit für Deutschland oder Bayern oder was immer. Könnte man ja argumentieren. Naja, also wir haben viele Programme und Glaubenssätze drin, die uns das Leben gar nicht so leicht machen und uns in Dinge reinreiten, die schwierig sind. Würden wir das mit dem Gastsein auf Erden verstehen, könnten wir uns vieles erleichtern. Könnten wir uns auch wunderbar anpassen, also eben Mutter, Natur. Wir könnten mit vielen Dingen viel geschickter umgehen. Wir brauchen hier eben keine Ölheizung. Da müssen wir Öl von weit her kommen lassen oder Gas. Wenn wir hier in dieser Fülle Holz haben, dann ist eine Hackschnitzelheizung einfach das Beste. Und wenn hier die Sonne scheint, können wir das auch ausnutzen. Solaranlagen. Also wir heizen diesen kleinen Teich da oben mit Solarwärme. Ist trotzdem aufwendig, dann muss man es abends zudecken und so weiter. Aber es ist möglich. Und es ist ein Luxus. Kommen wir noch drauf, wenn wir die Naturkur anschauen. Also wir können Strom machen damit. Es ist nicht so ökologisch sinnvoll, wie es immer gesagt wird mit der Photovoltaik, weil das Zeug muss produziert werden und entsorgt werden. Wenn man das alles mit reinrechnet, ist es nicht so, wie es uns vorgesagt wird. Insofern haben wir das ein bisschen, also haben wir auch, aber nicht auf eure Häuser gelegt. Dann habt ihr wieder Strom über euch. Das soll ja genau das Gegenteil sein. In den Häusern ist der Strom sparsam verlegt, sodass es wenig Stromstrahlung hat. Und einige haben die Klausen, oh, die Hälfte der Klausen hat überhaupt Netzfreischalter. Da geht, wenn ihr das letzte ausmacht, der Strom weg. Das ganze Netz ist dann tot. Das könnt ihr am Morgen nicht wieder in Gang kriegen mit eurem Handy oder eurem Laptop. Das reicht nicht, ist zu wenig Strom. Da müsst ihr aus der in die Steckdose was reinstecken, wie eine Stehlampe oder sowas, oder Nachttischlampe, dann springt das Netz wieder an. Und dann geht auch euer Handy und euer Laptop. Ja, muss man einfach wissen. Aber der Vorteil ist, dass ihr nachts keinerlei Stromstrahlung, Wechselstrom macht ja ein Feld, in euren Klausen habt. So, da will ich gar nicht weitergehen. Da gibt's noch viele so Dinge, die wir in dieser Weise überarbeitet haben, um mal so ein Feld zu schaffen, wo man ungestört sein könnte. Manchmal spürt man es erst hinterher. Ja, also wenn man dann, wenn ich jetzt hier, jetzt habe ich schon die vierte Woche Kurs und bin ich wahrscheinlich 6 Wochen hier, wenn ich dann irgendwo nach Thalerhof fahre, nach Graz am Flughafen und dann lande irgendwo, schlimmstenfalls in Frankfurt. Das ist einer der schlimmsten Flughäfen. O'Hare in Chicago und Frankfurt, die haben es geschafft, das nicht zu schaffen. Das sind entsetzliche Flughäfen, sind das. Das Personal hat sich angepasst. Also so eine bösartige Unfreundlichkeit, wie sie in Chicago ist, die findest du dann nur noch in Frankfurt. Das ist beeindruckend für mich. Ich habe mal erlebt, eine ganze Maschine Italiener sind spät gelandet und mussten schnell durch die Kontrollen, die waren ja kontrolliert, aber müssen halt nochmal durch in Frankfurt. Und die dort haben langsam getan. Ich habe die Italiener verstanden, verstehe ein bisschen Italienisch. Und dann habe ich die gebeten, wirklich freundlich gebeten, ob ich lasse die alle vor und ob sie die nicht zügig kontrollieren könnten, weil die diesen Flug noch nach Rom kriegen müssen, sonst stranden die ja in Frankfurt. Na, das hättest du sehen sollen. Sie haben dann auf Super Slow Motion umgestellt und mich haben sie auf Sprengstoff untersucht, total ausziehen. Ja, so eine Bosheit gibt es eigentlich in Deutschland nur in Hessen, in Frankfurt. Also andere Flugplätze kenne ich da nicht. Das habe ich schon irgendwie, glaube ich, 10, 15 Mal erlebt. Manchmal gibt es auch da Freundliche, das muss man immer sagen. Ne? Aber es ist schon ein Feld ist da entstanden von einer Bösartigkeit, die mich erstaunt. Das ist ein völlig verbauter Flughafen, da kann niemand was dafür, weil sie so Stück für Stück dran gebaut haben. Das ist dann schwierig. Ne? Aber in O'Hare schaffen sie diese Unfreundlichkeit auch, ohne dass er verbaut ist. Schlechtes Feld, würde ich sagen. Muss man gar nicht auf die Leute losgehen. Also die sind halt in diesem Feld so geworden, dass sie einfach schikanieren. Ja, vielleicht ist das auch sogar Absicht. Da muss halt ein ganzer Flugzeug Italiener eine Nacht da bleiben, hängen bleiben und ja, vielleicht gehört das zur Politik, ich weiß nicht, schreckliche Politik, warum tun Menschen das miteinander? Ich glaube, weil sie an Orten sind, die schwierig sind. Ja, wenn ich da lande, habe ich auch sofort Hunger, komischerweise, was ich sonst gar nicht kenne. Ich weiß aber, da gibt es nichts, was ich essen könnte. An so einem Flughafen tue ich ja auch nicht. Und dann muss man schauen, dass man schnell wieder wegkommt dort. Aber es gibt diese Orte.
Es gibt auch den Gegenpol, Orte, wo man einfach gut regenerieren könnte, in seine Kraft kommen kann. So einen haben wir hier geschaffen. Das Wasser, was aus euren Leitungen kommt, selbst aus der Toilette, ist deutlich besser als das Wasser in Gamlitz oder Leibniz oder so. Es ist immer noch nicht optimal, deswegen Wasserprobe. Aber es gäbe viele so Plätze, wo man auch sieht, ja, da könnte ich jetzt schön meditieren, auch in der Natur. Wir wissen inzwischen, dass Österreicher sich nicht mehr ins Gras setzen, weil die Angst vor Zecken haben. Das ist ihnen von Staat wegen eingeimpft worden. Das kann man sich nicht vorstellen. Da wird in Hauptnachrichtensendungen vor den Zecken gewarnt. Gibt's Plakatwände mit Zeckenmonstern. Das sind dieselben Zecken wie in Niederbayern. Nur in Niederbayern gibt es diesen Schwachsinn nicht. Ich glaube, dass es da irgendwie von der Impffirma einen Bezug gibt zur Regierung oder ich weiß nicht, zum ORF. Der Schatten davon ist, dass Österreicher sich nicht besonders vor Zecken fürchten. Groteskerweise setzen sie sich zwar nicht mehr ins Gras oder legen sich gar nicht ins Gras. Da kannst du wirklich eine Nationalitätenprobe dran machen. Wenn du 50 Leute sagst, legt euch ins Gras, wir machen eine Meditation und 8 legen sich nicht hin, kannst du sicher sagen, dass sie einen österreichischen Pass haben. Das kann man so feststellen. Die sind nicht so gefährlich, aber das Gefährliche ist die Borreliose auch. Nicht nur die FSME, da sind sowieso alle Österreicher geimpft, wenn das dann hilft. Und die Borreliose, die muss man kontrollieren, wenn man Zeckenbiss hatte. Da tun die Österreicher nicht ausreichend, weil die denken, sie sind geimpft. Also das stimmt auch, sie sind geimpft. Das Gute vom Schlechten ist, in Österreich muss man nicht zum Militär, man muss sich nur einfach der Zeckenimpfung verweigern. Dann nehmen die einen gar nicht beim Bundesheer. Das ist eine schöne Möglichkeit. Ne? Auch wenn man keine Lust hat auf Wandertage oder so, dann einfach nicht Zecken impfen, darfst du nicht mit. Das ist beeindruckend. Naja, also wir könnten die Natur schön nutzen. Es gibt dann so ein paar Plätze, wo man auf einer Bank sitzen kann, wie schon gemerkt. Ne? Oder unter so einer Weinlaube, die keinen anderen Sinn hat, außer Schatten zu spenden. Oder in der Sonne gibt es auch so einen Platz, einfach ein bisschen renovierte Palette. Und man könnte draußen sitzen, auch da mal meditieren. Oder eben den Wald nutzen. Und so weiter. Das ist alles, was wir hier so versuchen zu verwirklichen. Wegen dem Wasser, das heißt, ich darf auch auf meinem Zimmer Leitungswasser trinken. Dürfen tust du sowieso, das darfst du überall. Die Frage ist, wie sehr schadet dir das? Es schadet dir hier weniger als in Gamlitz oder Leibniz oder Graz. Also hier? Hier, ja, weil wir das haben überarbeiten lassen von demselben, der die Wellen macht oder diese Fußbodenorganisation. Trotzdem ist es nicht optimal, wie ich schon gesagt habe. Deswegen machen wir morgen noch Wasserprobe und jeder kriegt seine Kiste mit Wasser. Das werden wir möglichst Vormittag vielleicht noch hinkriegen. Schauen wir. Und sonst erinnert mich dran. Also es sind auch viele so Kleinigkeiten, da will ich euch nicht gar nicht weiter mit nerven. Aber das ist die Idee so von Tamanga. Auch hier in dem Raum, der ist halt hoch genug, der ist belüftbar, aber wir brauchen keine Aircondition hier. Und technisch ist alles drin, was wir brauchen. Auch wenn der Beamer vorgestern gerade kaputt gegangen ist. Aber gibt's Ersatz. Wir haben dann draußen auch einen Saal im Freien in Zukunft, wo wir auch alle Technik haben, wo man halt sozusagen Waldbaden draußen machen kann und einen Tag Seminar hat. Und ja, ganze Reihe solche Plätze wie den Weidendom kann man sich auch reinsetzen. Der ist da rechts und ist mal in diesem Schatten der Bäume. Es gibt da hinten den Steinkreis, so ein kleines Amphitheater, haben vielleicht einige schon gesehen. Wenn du vom Wasser da hoch gehst, Richtung Ritais und dann ein bisschen weiter gehst und dann links, so, da ist es einfach kühler, da sitzt du in der Erde. Und. Na gut, das so viel zu Tamanga. Und dann noch zu dieser Naturkur, die wir hier auch anbieten. Wie ich ja schon sagte, Mutter Natur, die hat viel zu bieten, die lebt so aus dem Überfluss heraus. Stellt euch vor, da haben sich Millionen Zellen auf den Weg gemacht, also Spermien, um uns zu machen. Und nur eins davon hat den Treffer gelandet. Ja, also wir sind aus dem Überfluss gezeugt worden, sozusagen. Und die Natur ist da sehr gescheit. Man kann das untersuchen. Also das ist wirklich eine wirklich beeindruckende Armada, die sich da auf den Weg macht.
ja, Millionen von Zellen, die unterstützen zum Teil und bekämpfen nur anderen Samen, falls da noch anderer Samen in der Rennbahn ist oder so. Ja, das zum Beispiel kann man nachweisen. Also wenn ein Mann mit einer Frau schläft, hat er viel mehr Zellen dabei, als wenn er onaniert. Beim Onanieren gibt es keinen fremden Samen, da muss man gar nichts bekämpfen. Das sind so aus der Evolution entstandene Dinge, die ja irgendwie eigen sind. Wenn wir so dazwischen pfuschen, dann merken wir auch gar nicht, was wir da so anrichten. Ja, alle Frauen, die ihren Mann finden, während sie Antibabypille nehmen, haben den falschen Mann gefunden. Von der Evolution her gesehen. Ne? Das ist einfach so. Die Antibabypille täuscht eine Schwangerschaft vor. Und Frauen haben einfach, wenn sie schwanger sind, sie bevorzugen sie andere Männer, als wenn sie nicht schwanger sind. Wenn sie nicht schwanger sind, sind sie mutig und dann suchen sie fremdes Erbgut. Da kann der ruhig aus einer anderen Sippe sein oder einer anderen Kultur, sogar eine andere Hautfarbe haben. Das ist sozusagen geradezu faszinierend. Ja, das ist ein ganz anderes Erbgut. Wenn sie aber schwanger sind, dann suchen sie einen aus der eigenen Sippe, einen, der eher verwandt ist, ihnen nahe ist. Ja, stellt euch vor, Frau ist mit Antibabypille unterwegs und sucht sich den Mann fürs Leben. Jetzt findet sie einen, der ihr ähnlich ist, näher, Sippenverwandter. Und dann setzen sie die Pille ab, weil sie das Kind kriegen wollen. Dann gefällt ihr gar nicht mehr. Hormonell gefällt ihr dann nicht mehr so besonders. Das hat uns die Antibabypille beigebracht. Das haben wir erst Jahrzehnte später gemerkt. Na gut, die Evolution ist eigenartig, gemessen aus unserer Perspektive. Man könnte auch sagen, aus der Perspektive der Evolution verhalten wir uns eigenartig. Wäre eine andere Möglichkeit.